Hallo und herzlich willkommen zu einem Infovideo von mir. Und zwar handelt es sich um ARK, ein neues Survival-Spiel. Und ja, warum mache ich jetzt ein Infovideo? Ihr seht, bis jetzt hat Ivan das immer aufgenommen, weil ich konnte es mit Freps konnte ich es nicht aufnehmen. Ich weiß nicht warum. Freps ging einfach nicht und DxTory war mir einfach zu umständlich, weil mein Camtasia Studio auch nicht das wahre ist. Das spinnt manchmal rum und so, ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Alternative gefunden, und zwar Shadowplay von Nvidia. Also wenn ihr eine Nvidia Grafikkarte habt, ab der GTX 650 glaube ich, kann man dieses Aufnahmeprogramm nutzen. Ist noch eine Beta, aber ich muss sagen, es läuft flüssig. Und ja, habe natürlich mir Gedanken gemacht. Ivan hat jetzt natürlich schon reichlich 20 oder über 20 Parts und so. Bei mir würde es dann ab jetzt anfangen, dass ich jetzt mit aufnehme, aber nur wenn ihr das wollt. So, und deswegen ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, was ich laufe hier rum. Ja, das haben wir hier schon, Schränke. Hier ist natürlich, hier muss noch eine zweite Reihe oben hin jetzt gebaut werden, bevor ein Dach kommt. Dann haben wir hier schon ein Bettchen, wo man sich dann immer spawnen lassen kann, damit man nicht irgendwo in der Welt spawnt. Dann ist man immer direkt, wenn man gestorben ist, hier. Ja, und hier liegt der Ivan. Ja, er macht ein Nickerchen. Er schläft einfach mal hier. Wahrscheinlich gestern wieder zu viel gesoffen oder was. Keine Ahnung. Ja, man liegt immer da, wo man sich auslockt. Hätte er sich jetzt oben im Bett ausgelockt, dann hätte er da gelegen. So, gehen wir mal raus. Wir haben ja hier schon, das hat er ja alles schon aufgenommen. Und wie gesagt, ich nehme jetzt nur einen einzigen Part auf, ist so eine Art Infovideo. Und wollte euch die Welt mal zeigen, aber ich sehe hier gerade keine Dinosaurier. Was ist denn hier los? Moment mal. Da unten schwimmt ein Fisch auf jeden Fall. Okay. Aber sonst rannten hier überall Saurier rum. Ah, da hinten. Da hinten. Entweder haben sie die, ich meine, ich fand das schon ein bisschen übertrieben, so viele Saurier, überall rannten die rum. Da hinten rennt jetzt einer rum, wie ihr seht. Und ich nehme das Ganze jetzt ja auch hier am Tage auf, weil es einfach mehr zu sehen ist und so. So, hier haben wir auch schon einen riesen Tor. So. Sag mal so, so perfekt. Jetzt ist mir warm. Da kann man natürlich Folgendes machen. Einfach hier mal schnell ins Wasser. Sich abkühlen. Das geht auch. Ja, was soll ich sagen? Ja, wenn ihr wollt, dass ich das ab jetzt hier mit Ivan zusammen mit auf meinen Kanal mit aufnehmen soll. Das liegt jetzt an euch, also dann hinterlasst mir Kommentare oder gebt mir Daumen hoch, das kommt darauf an, wie viele schreiben. Ich werde jetzt nicht wegen 1, 2 oder so, werde ich jetzt nicht mir die Mühe machen. Ich nehme das Ganze dann übrigens auch in Voll-HD auf und lade das in Voll-HD hoch. Ne? Also ein paar Leute sollten schon sein, die sich dafür interessieren. Dann würde ich das natürlich auch weiter dann mit Ivan zusammen. Ivan hat es ja dann auf seinem Kanal auch. Und bei mir läuft es dann aber auf meinem Kanal auch. So, wir haben natürlich noch keine Dinos gezähmt. Wir hatten es gestern mal versucht. Oh, da fliegt einer. Seht ihr da hinten? Ja, ich glaube die, weil vorher rannten da drüben überall. Und hier bei uns hier, das war voll nervig. Immer diese ganz großen, die uns dann immer hier fast unsere Bs zertrampelt haben, die ja noch nicht fertig ist, wie gesagt.
Das Spiel hat ja noch so viel zu bieten. Und ihr seht ja, grafisch ist es eigentlich einfach himmlisch. Und das Spiel kriegt ja auch jeden Tag kriegt's Updates. Also es wird jeden Tag abgedatet. Die Entwickler sind echt bemüht und schnell dabei, das Spiel so gut zum Laufen zu kriegen und zu verbessern und alles. Das finde ich so toll. Und ja, hier könnte man jetzt einfach, wenn man mal läuft, hier E drückt. Ich spiele das Ganze natürlich mit Controller. Ich drücke jetzt hier Y die ganze Zeit. Dann sammelt er hier Beeren ein und ein paar Ressourcen. Das ist ganz lustig. Ja. Ich hoffe mal, dass ein paar Leute schreiben und mir auch Daumen hoch geben, ob das Projekt, ob ich das jetzt hier machen soll oder, nee, eher lieber nicht, wir wollen das hier bei dir nicht sehen. Keine Lust. Könnt ihr auch unterschreiben, wenn ihr das nicht sehen wollt, dann lasse ich das. Es wird natürlich weiter DC laufen. Einmal die Staffel 3 läuft ja noch und dann habe ich ja jetzt neu angefangen ein Let's Fun von DC, wo wir einfach mal wir spielen ja privat auch DC verschiedene Karten und so, und ich wollte jetzt sagen, wo wir einfach mal immer aufnehmen und so, da wird auch nicht keine Begrüßung gesagt und so. Wir nehmen das einfach, ah, seht ihr, da drüben ist ein ganz großer. Ja, und diese ganz großen da drüben, die sind bei uns da immer rumgetrampelt. Ja, da drüben, der da mit den auf dem Rücken. Den haben wir mal versucht zu zähmen, aber das dauerte übelst lange. Ja, wie ihr seht, spacken die Saurier manchmal noch heftig rum. Das werden sie aber sicherlich auch noch hinkriegen. Also wenn ich mir das Wasser, das sieht ja wirklich echt aus. Zum Wasser muss man auch aufpassen, da lauern auch irgendwelche dunklen Gestalten. Im Meer da drüben allerdings, da lauern, können auch Haie lauern und so. Also ich finde das Spiel, ich bin übelst begeistert von den Spielen, ne? Also ich spiele das, ja, wie gesagt, da ist auch nochmal so ein ganz großer, zwei sogar. Da ist so eine Art Schwein, ne? Die kann man, viele, man kann fast alle Saurier, glaube ich, zähmen. Aber das würde dann bei uns noch kommen. Ja, jetzt ist ein bisschen gebaut und wir sind ja auch noch nicht fertig, also müssen wir noch weiterbauen. Von daher würdet ihr bei mir auch noch alles sehen, wie weitergebaut wird und wie wir Saurier zähmen. Und natürlich jetzt nicht die 4-5 Stunden, so lange wie das dauert. Es sei vielleicht, die haben das vielleicht schon verbessert, dass man, dass es nicht mehr so lange dauert. Aber ansonsten, ja, und ein paar Lecks hat es hin und wieder auch mal. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Jetzt wird es auch langsam wieder Nacht. Das sieht man schon, dass die, dass die Wolken sich verdunkeln und so. Ja, wenn ihr auch Bock drauf habt, das bei mir zu sehen. Ich sag, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich weiß es so langsam auch nicht mehr, was ich sagen soll. Hinterlasst mir, wie gesagt, genug Feedback. Schreibt es mir. Wenn ihr es nicht sehen wollt, schreibt es mir auch. Das wäre komplett in Ordnung. Ansonsten wäre das dann eigentlich das erste Spiel, was bei mir auf dem Kanal in Voll HD erscheint. Und wie gesagt, ab Super Lex hat es hier. Aber wie man mal sieht, der Wind. Die Palmen bewegen sich durch den Wind. Ich finde das einfach, sieht spitze aus. Ja, natürlich laufen hier auch T-Rex rum und gefährliche Viecher wie Raptoren, und die kann man auch zähmen. Man kann auch auf die, die man dann zähmt. Da drüben seht ihr zum Beispiel einen T-Rex. Der will sich jetzt bestimmt die Schildkröte schnappen. Und gucken wir mal ein bisschen zu. Ne, er dreht um. Ich will mich jetzt allerdings nicht töten lassen von so einem... Und er sieht jetzt bloß so klein aus, wenn man näher rangeht, ne? Oder die Bäume im Vergleich hat.
Ja, der frisst auch richtig andere Saurier, ne? Der bekämpft die. Geile Sache. Okay. Ich will das Video jetzt aber auch nicht lange hinziehen oder so. Ich wollte euch nur mal hier ein bisschen was zeigen. Wir wohnen ja genau da oben beim Wasserfall. Da haben wir unser Lager aufgeschlagen. Sehr schön. Ja, und diese Strahlen da hinten, die kann man ab einem gewissen Level, kann man da looten gehen. Da ist dann Material drin oder, ja, können schöne Sachen drin sein. Der will jetzt aber nicht herkommen, oder? Nee. Der bleibt da hinten, okay. Ja, dann bin ich mal gespannt auf euer Feedback. Ich lade das Video mal gleich heute los. Ihr müsst entschuldigen. Versprecher ließ. Ich lade es heute mal gleich hoch und warte dann ab. Lass es ein paar Tage drauf, bevor ich dann, wie gesagt, die Staffel starten würde. Oder das Projekt. Ist ja ein Projekt, keine Staffel. Ist ja ein Projekt. Man könnte hier übrigens auch mit der Faust kann ich euch ja schon mal zeigen. So ein bisschen Treibholz. Und ja. Ich hoffe, ihr wollt es sehen, weil ich spiele es ja sowieso mit. Also mit Ivan. Ja, und jetzt haben wir es nachts. Ne? Ich zeige euch mal. Ich habe ja hier eine Fackel dabei. Kommt immer so schöne Musik, wenn der Tagwechsel ist, also Nacht zu Tag oder Tag zu Nacht, wie jetzt gerade, kommt dann immer so eine Musik, die kündigt das an. Dann wird es aber dann schlagartig auf einmal. Da drüben übrigens das Weiße da, da könnte ich schon hin, das könnte ich looten, weil ich bin jetzt mittlerweile schon Level 19. Kann ich euch ja mal kurz zeigen, ja, das ist das Inventar. Mein Charakter ist ziemlich groß, hat auch schon eine Lederjacke an oder so, aus Leder jedenfalls gemacht, hat Ivan mir gemacht. Und ja, hier kann man die Klamotten reinlegen. Hier kann man, wenn man Level Up ist, kann man hier skillen. Dann kann man sich hier eben die Dinger freischalten. Wir haben jetzt 7 Punkte, da könnten wir zum Beispiel jetzt wieder... damit wir auch alles haben hier. Ich werde mal das hier nehmen. Ich schalte das mal einfach frei. Jetzt bräuchte ich 4 für diese Stacheln hier. Die sind auch sehr gut, habe ich mir sagen lassen. So, das dazu. Ja, hier sammelt man dann das Zeug ein, was man so hat. Hier ist das, was man in der Direkt-Schnellauswahl hat. Hier kann man dann craften. Die ganzen Dinge. Das sind jetzt die Dinge, die ich schon freigeschalten habe. Und nur diese hellen, die könnte ich jetzt sofort kräften. Für die anderen, seht ihr ja, da braucht man immer gewisse Materialien. Ist ziemlich einfach aufgebaut, muss ich sagen. Auch wenn das alles in Englisch ist, stört es mich jetzt relativ wenig. Weil das bisschen Englisch kann ich dann auch noch. Und wir haben wieder einen kleinen Leck. Daran müsst ihr euch gewöhnen, wie gesagt. Das Spiel ist, glaube ich, auch noch nicht ganz fertig. Aber die Entwickler sind fleißig dabei. Ja, zu dem hellen weißen Strahl kann ich, glaube ich, schon gehen. Ab Level 15, glaube ich. Und da ich Level 19 bin, könnte ich da jetzt auch schon... Jetzt ist meine Fackel ausgegangen, ist ja klar. Ist realistisch. Wasser und Fackel. Mal hoffen, dass es jetzt nicht ausgeht. Springe ich mal rüber. Ist das ein Adler? Ne, das ist ein normaler, weil es gibt doch noch so eine Adler, die greifen einen an, die da oben nicht. Die kann man übrigens auch zähmen und dann kann man richtig auf den mit rumfliegen. Das ist richtig geil gemacht. So, aber ich würde sagen, ich gehe jetzt... Obwohl ich sagen muss, ich wollte die Aufnahme schon viel eher starten. Deswegen ist jetzt schon wieder Nacht geworden. Weil, ich weiß nicht, warum Shadowplay vorhin die Aufnahme verweigert hat. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, jetzt geht's wieder. Und... So. Da ist der Ivan, da locke ich mich nicht aus. Ich werde mich dann hier hinlegen, in der Ecke. Und... ja. Dann sage ich mal,
tschüss und hoffe auf viel Feedback und Likes und hoffe, dass ihr es sehen wollt und sage tschüss.